ich habe die große Ehre, dieses Seminar beschließen zu dürfen mit einem der Formate, dem ich am meisten mein Heil und mein Glück verdanke, einer Zeitlinienreise, einer Timeline. Ich verdanke der Timeline zum Beispiel, dass ich in 10 Minuten 85% meiner Existenzängste verloren habe, die mich 45 Jahre malträtiert haben. Und ich kann euch einfach nur raten, auch gerade den Heilern unter euch, euch mit Timeline auseinanderzusetzen. Könnt ihr einfach bei YouTube eingeben, Timeline, Zeitlinienreise, Krüger, und da kriegt ihr jede Menge Infos. Mit der Timeline schöpfen wir uns eine neue Wirklichkeit. Und spätestens von Steve Dispenza wissen wir, dass wir Wirklichkeiten erschaffen können. Das haben zwar auch schon andere vor ihm gesagt, aber er hat es nochmal, ja, man könnte sagen, fast prophetisch in die Welt gebracht. Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza, ich kann euch wirklich empfehlen, euch mit diesem Mann zu beschäftigen. Einfach eingeben, bei Google kriegt ihr 100.000 Links. Ja, die Timeline, die ich heute mit euch machen möchte, geht in eure Zukunft. In eine Zukunft, in der eine Wirklichkeit entstanden ist, die geprägt ist von 100% gezündeter und unverleugneter Drachenkraft. Also eine Wirklichkeit, in dem es nichts mehr gibt, nichts mehr, was auch nur ansatzweise bedingen könnte, dass ihr diese Drachenkraft und all das, was sie in der Lage ist zu erschaffen, verleugnet. Und ich lade euch zu dieser Reise ein, und die Reise hat folgende Logistik. Susi hat euch zwar gerade zurückfliegen lassen aus eurem Drachenraum. Ich bitte euch, euch nochmal in diesen Drachenraum zurückzubeamen, weil dieser Raum ist bei meinen Timelines immer der Ausgangsraum. Ich bin ja auch von den Mikrocoachings sehr inspiriert worden. Die Mikrocoachings haben meine Seelenreisenkultur dramatisch verändert. Meine Reisen beginnen immer in einer Heilung, Reparatur und Renovierung des entsprechenden Seelenraums. Und aus diesem Seelenraum hinaus, heraus, gehen wir dann auf unsere Timeline-Reise. Also ihr geht jetzt bitte wieder in diesen Seelenraum zurück, der geheilt ist, zum Beispiel von Bachblüte und ätherischem Öl, von all dem, was wir an diesen letzten Tagen hier unternommen haben. Und aus diesem Seelenraum heraus beginnt die Reise. Und zu Beginn dieser Reise stellt ihr euch die Zeitlinie vor. Die sieht aus wie eine ununterbrochene weiße Linie, Mittellinie einer Straße. Diese Zeitlinie geht nach links in all eure Vergangenheiten, die uns heute aber nicht interessieren, und nach rechts in all eure Zukünfte. Und von all diesen Zukünften sucht ihr euch die Zukunft aus, der zu 100% gezündeten und entleugneten Drachenkraft, die Zukunft, die sich speist aus der Kraft eures Drachenraumes. Und ihr legt ein Datum fest, wann dieser Strahl, reinster Drachenenergie, endgültig und zu 100% gezündet und entleugnet sein wird. Bei manchen kann das morgen sein. Ich brauche zum Beispiel noch ein Jährchen. Ich lege da mal den ersten
Dezember 2020 fest. Ihr könnt das Datum bestimmen. Wer noch zu viel Angst vor dieser Kraft hat, der kann auch 2 Jahre nehmen, 3 Jahre. Aber die ganz Mutigen können auch sagen, morgen. Jeder hat es als Entscheidung. Und dann verbindet ihr euch nochmal mit dieser Kraft eures Drachenraums, den Susi jetzt mit ihren Mikros hier geheilt hat für uns. Verbindet nochmal mit allem, euch mit allem Heilenden dieses Wochenendes. Und dann begebt ihr euch auf diese weiße Linie. Ihr könnt euch auch beamen. Ihr könnt auf euren Drachen fliegen. Ja, und dann geht ihr los. In diese zu 100% optimierte, gezündete und geheilte Zukunft. Hey, hey. Dezember 2020, dann ist diese Zukunft so, wie ihr sie optimal wollt, aus der Kraft euer Drachen heraus. Zukunft riecht ulkigerweise nach Neroli.
fragt mich nicht warum, aber sie riecht so. Vorhin
noch der Begriff Hacker. Hacker ist eigentlich das Drachenexerzitium. Und ihr könnt bei YouTube eingeben Drachenhacker. Da gibt es einen speziellen Hacker zur Entfaltung des Drachens. Aber es macht auch der gute alte Kamatee. Ja, und dann kommt langsam wieder die Timeline zurück. Zeit. Das Drachenseminar hier im Allgäu. Für all die, die dabei waren, zu 100% erfolgreich, YY korrigiere. Zu 100% erfolgreich, gezündet, vibriert, manifestiert, heilig. Sei dir gewahr, dass dieser Tag der erste Tag ist vom Rest deines drachisch erleuchteten und entzündeten Lebens. Viva Dragones, Aho.